Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Green Hell. Zurück in unserer grünen Hölle. Sieht sie nicht gut aus. Gar nicht so höllisch aus hier. Ich habe jetzt tatsächlich mal ein bisschen aufgeräumt. Man kann es sehen. Ich mich nochmal neu eingeloggt. Die ganzen grünen Blätter, Büsche und sowas ist alles jetzt nicht direkt wieder gespawnt. Mal gucken, ob das auch so bleibt. Das wäre eigentlich ganz cool. Dann wäre der Bereich ja schon mal ganz gut bewohnbar. Ich denke mal, hier hinten machen wir dicht. Leider müsste ich gerade mal ausprobieren, ob man diese Schrägen jetzt auch dicht machen kann mittlerweile. Da stinkt nochmal ein Wand. Ich vermute ja leider nicht. Müssen wir mal Bambusstücke nehmen. Nee, schade. Das geht immer noch nicht. Es ist ja blöd, dass man die Seitenteile nicht irgendwie abdichten kann. Machen wir es einfach mal so dicht wie möglich. Hast du hier schon mal einen gesicherten Bereich? Das musst du eh noch fertig bauen. Brauchst noch lange Stöcker. Das hier ist eigentlich soweit fertig. Müssten wir noch ein bisschen aufräumen. Ja, schon nochmal ein langer Bambusstock. Ja, wir machen erstmal Platz. So. Das hauen wir gleich auch noch weg hier. Es geht, ohne das Haus selber zu treffen. Muss es nämlich gleich nochmal neu bauen. Viele Bambusstöcker. Das hier lässt du frei, da willst du noch durchlaufen. Hier könntest du eigentlich nochmal was hinstellen. Oder... mal gucken, ob hier noch ein Räuchergestell reinpasst. Irgendwas anbauen kannst du ja da wahrscheinlich nicht, ne? Guck mal eben, ob du da noch einen Rahmen ansetzen kannst. Obwohl das dann irgendwann auch mal ein bisschen groß wird, das Ganze. Nee, das geht nicht. Egal auf welcher Seite. Da ist der Baumstamm im Weg. Dann würde ich sagen, knall ich hier mal das Bambusräuchergestell rein. So nicht, bitte. Nochmal. Wie ist denn das hier am besten dicht? Hier könnte eh noch eine Wand rein. Dann machst du es... ja, machst du auch hier hin. Sollte doch passen. Kannst du mal ein paar lange Bambusstöcke für nehmen? Nee, ihn natürlich ausgerechnet nicht. Ne? Kleine, dann hau die noch mal hier dran. So, dann kriegst du die Wand auch gleich noch fertig. Ich glaube, das wird schon ganz nice hier. Könnte fast das Bett sogar hier lassen. Einen Stock nehmen wir mit. Sollten jetzt auch nicht allzu lange warten mit ein bisschen Futter beschaffen. Steinaxt, was ist das denn hier? Sieht ja komisch aus. Ah, hier ist da nochmal zumindest einer. Hier kannst du auch noch welche umknüppeln. Aber wir nehmen erstmal das, was hier eh so rumfliegt, ist ja genug. So, Bambusstöcke. Jetzt liegt ja natürlich noch ein langer.
Immer schön aufpassen, wenn du es knurren hörst. Nimm die Beine in die Hand. Ja. Den kann ich nicht sammeln. Komischerweise kann ich den wohl nicht sammeln. Was stehe ich denn damit her? Gar nichts. Dann bleibt er halt erstmal da liegen. Lass mal die Werte checken. Wir brauchen Kohlenhydrate. Ich habe ja noch so eine Frucht in der Tasche. Da bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob ich die einfach so essen kann. Mach's einfach mal. Oh, die ist nicht schlecht. Wir von der nächsten vielleicht sogar mal ein Süppchen kochen. Nüsse bringen ja nur Fett. Wie sieht es mit Eiern aus? Fett und Protein. Kohlenhydrate ist schon wieder knapp. Müssen wir hier auch mal auf ein paar Pilzchen zurückgreifen. Vielleicht mal gucken, ob wir eine Palme mit Palmenherz finden oder ein paar Bananenbäume. Wie den hier zum Beispiel. Sehr gut. Das ist doch schon mal besser wie nix. Das wird ein richtig gemütliches Lager hier. Ach, die Marete wollte ich auch nicht. Das wäre ein Stock. Hier liegen noch Blätter rum. Seile. Gut, ich brauche kleine Stöcker. Bambusstöcker. Die können wir sammeln, ne? Ja, dann sammeln wir mal. Kann ich noch einer? Ne, den kannst du so aufheben. Bauen wir uns mal hier ein schönes Räuchergestell. Brauchen wir aber noch so einiges an Stöckchen. Sammeln. So. Normaler Stock, den will ich jetzt nicht unbedingt. Na gut, dann nimmst du mal ein paar lange mit. Kannst du die Wand schon mal fertig bauen? Den Rest, den klopfst du einfach mal hier hin. Ja, das Feuer brennt noch eine Weile. Müssen wir uns dann auch noch mal drum kümmern. Bananenblätter noch, dann haben wir das Ding auch schon fertig. Die kleine kannst du mal wegklopfen. Und dann machen wir erstmal eine schöne Zwischenmahlzeit. Zweites Frühstück sozusagen. Um mal die Werte wieder ein bisschen aufzufrischen. Das war's sogar schon. Brauche ich hier irgendwo noch ein Bananenblatt? Da hinten. Eins. Eins fehlt noch. Schon nochmal irgendwo. Was war das für ein Geräusch? Ich hoffe nur ein Vogel. Da hinten schwimmt ein Krokodil. Habt ihr das gesehen? Da hier bei diesen...
Mach's gut. So lange Stöcker brauche ich jetzt auch noch ein paar. Dass ich das Dach hier zumindest nochmal fertig habe. Und vor allem Seile, die kannst du gleich mal mitnehmen hier alle. Ressourcen sind hier echt mal nicht wenig, Gott sei Dank. Da kommen wir erstmal ganz gut mit rum. Ein Blatt? Nee, Bananenblatt brauchte ich nur eins. Lange Stöcke. Blödes Krokodil. Was eine Schildkröte. Und Pilze. Sehr gut. Stecken wir gleich alle ein. Nehmen wir uns mal den Schildkrötenpanzer mit. Da passt einiges mehr an Wasser rein. Fleisch kochen wir uns gleich noch ein Süppchen von. Noch Pilze drauf? Nee. Doch. Da hinten versteckt in der Ecke. Nehmen wir mit. Steine. Steine brauche ich erstmal noch nicht. Eigentlich wollte ich ja... normale lange Holzstöcke haben, aber... ich da jetzt so verguckt. Hier ist nur Bambus in der Nähe. Hier sind doch noch welche, oder? Jetzt hier wieder ein Eigentor geschossen, da komme ich gar nicht so leicht hin. Mh, lecker. Habe ich nochmal so ein Ding. Auch Bambus. Hier. Das ist aber ein dickerer Baum. Da kriege ich doch Scheite von. Aber egal, brauchen wir auch. Können wir eigentlich schon mal gleich mit rüber schleppen. Sollte hier ein langer Stock. Da. Sehr gut. Ist das Gedöns mal hier hin. Die Scheite sammelt es auch noch gleich ein. Pilze ohne Ende. Mal gucken. Wir müssen auch auf jeden Fall noch mal losziehen. Ich hätte nämlich gerne noch auf jeden Fall den Waffenständer. Mir mal geholt aus dem kleinen Eingeborenenlager. Das wird auch wieder ein ganz schönes Drama. Was zumindest beim letzten Mal. Oh, ich habe mir auch einen Egel eingefangen. Drei Stück gleich. Ah, ich wollte auch mal das Gammelzeug wegwerfen. So einen Tag. Ich muss mal hier Wildkrötenfleisch noch durchräuchern. Das muss ich essen. Das hält alles noch ein bisschen.
Stückchen Kohle drauf, wenn wir jetzt schlafen müssen. Noch nicht, aber gleich. Dann sollte das Ding aber nochmal hier auf volle Kanne durchfeuern. Fast zumindest. Für mehr reichen hier die Stecker schon wieder nicht. Also großen Scheit draufschmeißen. So, eigentlich wolltest du ja hier noch lange Stecker holen. Kriegen wir auch nochmal hin. Prima. Du hast eine spitzenmäßige Axt mitgenommen. Hier lag da irgendwo noch eine, ne? Sehr gut. Nehmen wir halt erstmal die, ist auch kein Ding. Vielen Dank. Weiter geht's. So, lange Stöcke. Zufälligerweise. Ein paar Steine. Wow. Boah, scheiß Spinne. Und Nüsse liegen ja auch noch rum. Kokosnuss. Boah, lass mich doch mal hier durch. Wird schon langsam ein bisschen eng. Den anderen Stock noch wiederfinden würde, den ich ins Dunkle geschmissen habe. Sehr gut. Also zwei Stück noch. Wird es mir aber auch langsam ein bisschen zu dunkel. Raschelt hier. Alter, wenn jetzt ein Krokodil kommt. So, müssen wir auf jeden Fall noch essen und trinken. Trinken haben wir schon mal in Angriff genommen. Dann gibt es jetzt noch zwei Bananas. Oh, das Teil muss ich auch mal irgendwo hinwerfen. Wo denn? Einfach hier fürs Lavafeuer. Finde ich es auf jeden Fall wieder. Jupp. Gerade irgendwo hatte ich doch ganz viele Blätter hingeworfen. Ich dann nochmal gucken, wo die wieder abgeblieben sind. Ich sollte allerdings auch mal die Spinne da hinten killen, sonst latsche ich da auf jeden Fall im Dunkeln nochmal rein. Das wäre jetzt auch nicht so grandios. So, was haben wir denn hier noch? Hier ist ja wirklich ziemlich Ebbe hier. Im Kühlschrank quasi. Hier ist noch was drin. Dann machen wir uns mal ein schönes Schildkrötensüppchen. Was kannst du denn da Schöneres geben? Und hier wollte ich mir auch mal eine Suppe von machen. Wenn das denn geht. Sorry. Oh, ein Frosch. Sehr gut. Habe ich sogar noch einiges an Energie wieder. Jetzt dürfte es schon wieder ein bisschen besser aussehen. Immer noch Kohlenhydrate-Probleme. Gammelige Banane hast du auch noch. Die hebst du dir immer mal fürs Frühstück hier noch auf. Da ist lieber noch mal den einen oder anderen Pilz. Du brauchst ja auch noch mal eine schöne Pilzsuppe. Stellt es dann erstmal hier oben warm. Dann geht es uns doch schon wieder ganz gut. Hier, trockenes Kram habe ich jetzt so einiges. Ist
müssten nämlich auch nochmal ein Feuer bauen unter dem Räucherständer. Können wir ja zumindest schon mal anzeichnen. Und dann wird es, glaube ich, Zeit fürs Bettchen. Ja. Vielen Dank. So. Da brauchen wir noch so einiges an Stöckchen. Gut, dann hauen wir uns mal aufs Ohr. Das Feuer wird schon noch so lange durchhalten. Wie spät haben wir denn? Ja. Da hau dich mal hin. Ansonsten muss ich gleich zwei neue Feuer bauen. War hier nicht auch noch ein Bett? Kokosnuss nehme ich nochmal mit. Hier, willst du hier pennen, oder? Ah, so unter freiem Himmel habe ich auch keinen Bock. Dann hauen wir uns lieber hier nochmal hin. Jens gemütlich um 6 Uhr morgens stehen wir auf. Machen unser kleines Frühstück. Und dann geht's weiter hier. Stimmt denn mit der Maus nicht? Gib die Gas. So, Moment, jetzt muss ich mal gucken, wo war denn hier die Garnelenfalle? Oh, was habe ich mir jetzt schon wieder eingehandelt? Hier war die, oder? Hab eigentlich gar keinen Bock. Dauernd nachzugucken. Solange das Krokodil da rumschießt. Oh, Werte sind eigentlich tipptopp. Gleich nochmal einen Schluck getrunken, dann passt es. Hier so. Sehr gut. Achso. Muss ja immer noch was aus dem Arm pulen. Oder vom Bein. Geht auch. Gut. Dann würde ich sagen, das sieht gut genug aus. Da können wir uns mal einen Speicherpunkt erstellen. Und dann geht es hier in der nächsten Folge weiter. Und zur Hölle komme ich hier nicht dran, dass ich hier speichern kann. Muss ich extra hochspringen. Dann speichere ich halt hier. Ist auch wurscht. Sehr gut. Das wird auch ein gemütliches kleines Lager hier. Bisschen Arbeit steckt noch drin. Aber kriegen wir uns schon mal ein Zuhause hingebastelt, da bin ich mir sehr sicher. Da nochmal kurz ums Feuer kümmern. Dann Nüsse kannst du ruhig auch nochmal aussammeln, das schadet nie. Guck, dass hier nicht in die Spinne reinlatscht, die hier war. Ein Frühstück sammeln gehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also ein Nussmangel, der herrscht hier aber auch nicht. Was war denn jetzt die Spinne? Ist klar, dann lege ich erstmal ein Päuschen ein. Mann, oh, hier gibt es genug Stöcker. Ich muss das Feuer nochmal richtig entfachen. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Ich glaube, das habe ich jetzt auch schon zum dritten Mal gesagt. Jetzt aber Schluss. Wir machen Feierabend. Macht's gut. Bis denne. Ciao, ciao.